Böseste vor, dass vielleicht ein Erzieher dabei angegriffen worden ist, wenn die Kinder zum Beispiel dabei wären. Das ist die größte Angst dabei, ne? Hier war auf jeden Fall sehr, sehr viel Polizei und jetzt ein Helikopter und dann bin ich rausgegangen. Und auf der linken Seite liegen auf jeden Fall zwei nackte Männer, die tot sind. Ey, interviewt ja auch Deutsche? Wohnen da auch Deutsche? Wahnsinn, oder? Das gibt es nicht. Die Tat zeigt, ein Messer ist schnell gezogen, wenn man es dabei hat. Und Messerattacken nehmen zu. Die Berliner Behörden haben schon aktuelle Zahlen. 2022 zählten sie 3.317 Messerangriffe, im vergangenen Jahr 3.550 plus 7%. In anderen Bundesländern zeichnet sich ein ähnliches. Erzählen dann von Berlin, aber. Also der Polizeiwagen ist schon mal NRW. Mehr Gewalt gibt es auch bei Kindern und Jugendlichen. Leider müssen wir in der letzten Kriminalstatistik einen Zuwachs der Jugendgewalt verzeichnen. Wir hatten einen entsprechenden Umstand durch Corona, dass wir weniger Gewalt auf den Straßen hatten. Das lag natürlich an den Restriktionen, natürlich, die wir im privaten Leben erfahren mussten vom Staat. Die Überschrift lautet, keine Kneipenschlägerei ohne Kneipe. Das ist nun wieder anders. Und jetzt nehmen die Fallzahlen zu, auch die Kinderkriminalität nimmt zu. Ja. Und das ist wirklich besorgniserregend. Hinterfragt euch mal, wieso. Dass die Ursache auch in den Restriktionen der Corona-Pandemie sind. Weil wir ja einen Zuwachs von zig Flüchtlingen haben, ne? Zuwanderern. Komisch. Am Ende muss ein 16-Jähriger mit lebensgefährlichen Verletzungen auf die Intensivstation. Viele junge Leute beobachten, dass Streitigkeiten immer schneller eskalieren. Ab und zu mal auf der Straße oder wenn man mal irgendwie feiern war oder so, merkt man halt, dass die Gewaltbereitschaft auf jeden Fall angestiegen ist. Ja. Dass die ja oft ziemlich aggressiv schnell sind und dann oft so. Hat man dir vorher ein Zelt hingehalten, was du sagen sollst? Mal mitbekommen. Bei manchen Ecken geht man schon nicht gern vorbei, bei manchen Gruppen, die man sieht zum Beispiel. Der Sozialarbeiter Sami Chachira verbringt viel Zeit mit schwierigen Jugendlichen. Er sieht viele Einflüsse, die gewaltbereit sind. Das ist richtig. So einer soll hier Sozialarbeiter schon wieder sein. Ich fass es nicht. Das könnten zum Beispiel aggressive Texte sein. Das könnten Männlichkeitsansprache sein. Das könnten Ballerspiele sein. Aber selbstverständlich spielt zum Beispiel auch. Das ist unglaublich, oder? Leute, guckt euch das an. Die übernehmen das Land. Weil die Jugendlichen die Hemmschwelle zur Gewalt einfach niedriger ist. Natürlich wird nicht jeder, der Ego-Shooter spielt, zum Amokläufer. Tja. Doch wenn es einen Trend gibt, bei dem Männer, Frauen. Genau, jetzt geht das wieder los. Ah, jetzt haben wir es wieder. Das hatten wir ja schon mal vor 10, 15 Jahren, 20 Jahren. Ja, ja. Jetzt geht das wieder los. Jetzt sind es wieder die Spiele. Ja, man muss ja einen Schuldigen suchen, ihr Affenköpfe. Belegt, 94% aller Lehrkräfte an Förderschulen haben in den vergangenen 5 Jahren Gewalt erlebt. Ja, an den Förderschulen. Tja, und was sind an den Förderschulen? Hauptsächlich Zuwanderer. Unsere Fachkräfte. Schon mal das Nasenbein gebrochen worden. Tja. Zum Glück sind das Ausreißerfälle, würde ich die jetzt mal bezeichnen. Aber die hat es vor 25 Jahren schon zu meiner Zeit gegeben. Da waren es, ja. Den sie werfen wollen, der wird dann auch schon mal geworfen. Dann am Lehrer vorbei häufig, aber es zeigt natürlich auch, dass es eine bedrohliche Situation ist. Ja, natürlich. Wenn Jugendliche extreme Gewalttaten begehen, ist es zu spät. In Würzburg sticht im vergangenen Herbst ein 22-Jähriger auf 3 Männer ein, nach einem Diskothekenstreit ein junger Mann. Guck, da sieht man schon wieder, Schwattkopf. Ja, packt euch doch mal an die Birne. Guck, auch da schon wieder. Was ist denn da los? Nichts Deutsches. Ja, aber. Das hört ja keiner zu. Das ist eigentlich wünschenswert, damit die Kinder länger diese bessere Zuwendung und diese bessere. Ja, genau. Die kennen keine Zuwendung, die kennen nur Gewalt aus deren Ländern. Dass Jugendkriminalität insbesondere dann gut bekämpft werden kann, wenn die Strafe aus dem Fuße folgt und dann nicht ein Jahr zwischenliegt. Das bedeutet, wir brauchen Strafverfahren, die unmittelbar nach. Nein, brauchen wir nicht. Wir müssen einfach sagen: Tschüss nach Hause, weg hier. Ab ins Flugzeug und zurück. Kann die Polizei gezielt nach Messern suchen. Das kann manche Eskalation verhindern. Wirklich entschlossene Täter aber wird man so kaum stoppen können. Tja. So, und da haben wir es. Ne? Leute, da haben wir es wieder. Ihr habt es gesehen. Wieder nur Schwattköpfe, wieder nur Tempelflitzer, wie immer. Wir kennen es ja mittlerweile. Hallo. Oh, oh, oh. Naja, ne? Bildet euch eure eigene Meinung. Tschüsschen.